Jo, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und wir haben gerade 10.13 Uhr. Ja, 10.13 Uhr und ich dachte mir einfach, heute esse ich zum Frühstück die schärfsten Nudeln der Welt. Und ich glaube jetzt schon, dass ich das Ganze sehr stark bereuen werde. Aber let's go! Hier haben wir mal unsere Nudeln, aber das Allerwichtigste ist die Soße. Leute, ich habe voll Angst vor der. So, das Ganze kommt mal für ein paar Minuten ins Wasser. Und dann geht's weiter. Gott, das sieht einfach so düster aus. Boah, das riecht jetzt schon so stark. Ich glaube, so als Frühstück ist das echt keine so gute Idee. So Leute, die Nudeln sind jetzt fertig. Jetzt kommen noch die Gewürze drauf, was das Ganze noch viel schärfer macht. Also so sieht das Ganze aus und ich muss schon sagen, der Geruch ist extrem stark. Also für ein Frühstück spricht mich das Ganze nicht an. Aber, ja, es war die dümmste Idee meines Lebens. Also, noch eine kleine Info. Ich persönlich liebe einfach scharfes Essen, aber ich vertrage es überhaupt nicht. Also mir geht es danach 2 bis 3 Tage sehr dreckig. Und keine Ahnung, warum ich das jetzt mache. Ich weiß, ihr denkt wahrscheinlich, ja, 2 Bissen und der kann nicht mehr, aber das ist einfach so scharf. Allein schon mit den Gewürzen. Irgendwie schmeckt es gut, aber meine Zunge brennt schon. Ich glaube, Wasser macht ja das Ganze schlimmer. It was at this moment that he knew. He fucked up. Okay, ja, es macht schlimmer. Aber das Ding ist, ich mag überhaupt keine Milch. Oh mein Gott, das ist jetzt wirklich furchtbar. Es brennt. Also, mein Cousin und ich haben ja mal so eine Challenge gemacht mit den Nudeln, aber wir haben die falsch zubereitet. Und da war das einfach ekelhafter. Hier also mit der richtigen Zubereitung schmeckt es ja wesentlich besser. Aber jo, ich habe gar nicht mehr so viel auf dem Teller, obwohl es muss einfach große Bisse. Boah, das wäre ja ultra krass, wenn ich jetzt bemerke, dass ich das Ganze nicht mal aufnehme. Also wer sagt, nee, Tobi, du übertreibst ja voll. Oh mein Gott. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine. Shit. So Leute, ich kann das nicht mehr fertig essen. Es geht einfach nicht. Es brennt alles so furchtbar. Ich habe gerade so viel getrunken, dann habe ich noch einen Joghurt gegessen, was total abgekühlt hat. Jetzt stand ich auch noch eine Weile unter dem Wasserhahn. Aber es brennt so furchtbar, ich bekomme das nicht mehr runter. Also ich habe Angst, was dann danach passiert. Aber damit ihr seht, wie viel ich geschafft habe. Damn! Ist nur noch so wenig übrig. Und ich glaube, ich mache das nie wieder. Nein, nie wieder. Egal, wie viele Leute jetzt kommentieren werden, ey, mach das nochmal. Nein, gar nicht. Jedenfalls hoffe ich, das Video hat euch sehr gut gefallen. Wenn ihr mehr solcher Videos... Nee, wenn ihr nicht so... Dann lasst mir einen Kommentar da. Abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Haut raus.
Wow, das kommt nicht mehr wieder.